herzlich willkommen. Schön, dass du mit uns übst. Das Thema der Stunde ist heute Trikonasana, das Dreieck. Und ich möchte dir vermitteln, dass du Yoga von innen nach außen übst. Das klingt nicht so besonders spektakulär, ist aber ein wichtiges Prinzip. Das heißt für dich, du kannst dich aus deiner Körpermitte heraus in die Peripherie ausdehnen und das geht im Dreieck sehr gut, das wirst du erfahren. Und von innen heraus praktizieren bedeutet für mich persönlich, dass nicht die äußere Form entscheidend ist, also nicht wie das Dreieck tatsächlich aussieht, sondern dass sich das Dreieck Trikonasana für dich von innen heraus gut anfühlt. Also du sollst dich in der Position wohlfühlen und das nimmt dir den ganzen Stress. Du kommst ganz entspannt auf deinem Rücken an. Ach so, ideal ist, du hast eine Decke dabei, einen Block und einen Gurt. Falls du keinen Gurt hast, kannst du auch einen Gürtel nehmen. Kannst du gern eine Decke unter deine Lendenwirbelsäule legen und dann leg dich mal ab. Genau, du hast die Füße aufgestellt vor deinem Gesäß, die Hände mal locker auf deinem Bauch ablegen. Schenk dir ein tiefes Durchatmen, deine Knie berühren sich. Lass dir Zeit, hier zu Hause anzukommen. Und Yoga von innen nach außen praktizieren. Das heißt für dich, dass du eine Position findest, wo du dich wohlfühlst, wo du Stabilität erfährst, ein Wohlgefühl und dieses Wohlgefühl von innen nach außen transportierst, bis in die Füße, bis in die Finger, bis in die Krone deines Kopfes. Atme tiefer ein über die Nase und tief aus über die Nase und dann öffne die Augen. Du nimmst einen Gurt, deinen Gürtel, je nachdem, was du hast, und bringst den Gurt rechtes Bein anheben, vom Großzeh zum rechtes Bein nur, vom Großzeh zum Kleinzehbein. Also du hast den Gurt nicht hier in der Fußsohle, sondern direkt am Bein. Und du wanderst mit deinen Händen höher, sodass die Arme mikrogebeugt sind. Schau, dass die Hände schön Abstand haben, schließ mal die Augen. Jetzt beginn ganz aktiv aus deiner rechten Hüfte heraus das rechte Bein zu strecken. Öffne mal die Augen, schau dir die Füße an, spreiz mal die Zehen. Und gleichmäßig und gleichzeitig schiebst du die Ferse, Groß- und Kleinzehballen nach oben. Du sicherst nicht im Fuß, sondern stellst dir vor, hier oben ist eine Wand und drückst den Fuß gegen so eine imaginäre Wand. Jetzt kannst du wieder die Augen schließen und erlaub dir hier ganz am Anfang der Stunde deinen Körper wahrzunehmen. Du kannst dich von außen mal abscannen. Und dann bring die Aufmerksamkeit ins Becken zurück, hier in deine Körpermitte. Und beginn aktiv aus deiner Körpermitte heraus die Beine zu strecken. Stell dir vor, du schiebst die linke Ferse, den linken Ballen gegen eine Wand und schieb den rechten Fuß gegen eine imaginäre Decke. Tiefe Atemzüge, tief ein- und tief ausatmen. Dann atme aus, öffne die Augen, nimm jetzt den Gurt nur in die rechte Hand. Nee, lass das Bein gestreckt. Ach so, genau. Gurt nur in die rechte Hand und du fasst jetzt auf jeden Fall höher. Genau. Halte das. Die linke Hand stabilisierst du auf deiner linken Hüfte. Erde dich, drück die linke Hüfte nach unten. Integriere jetzt mal den Oberschenkel, zieh den Oberschenkelknochen in die Hüftpfanne vom rechten Bein. Und mit einer Ausatmung führst du geführt das rechte Bein nach rechts. Lass ruhig die Augen geöffnet. Du weichst aus deiner Hüfte nicht aus, sondern du findest eine Stabilität in deiner Körpermitte, indem du immer wieder von außen Kraft ins Becken ziehst, um dann aus der rechten Hüfte raus, weicher zu werden. Wenn du einen Block in der Nähe hast, kannst du auch gerne einen Block als Unterstützung nutzen. Tiefe Atemzüge. Tief ein,
Tief ausatmen, öffne die Augen, bleib in der Position und schieb mal den linken Arm zur Seite. Einfach 90 Grad. Und wenn du dir jetzt die Position vorstellst, entspricht das ungefähr dem Dreieck, wo du später im Stehen landest. Einatmen, nochmal Kraft zurück in die Körpermitte ziehen und dann heb das rechte Bein wieder an. Wenn es dir im Rücken schmerzt, hast du das rechte Bein leicht gebeugt. Jetzt bring die linke Hand an den Gurt. Rechte Hand zum Oberschenkel, zum rechten. Dreh mal den Oberschenkel ganz leicht von innen nach außen. Nee, gerade andersrum, so rum. Und schieb den ein bisschen nach vorn. Jetzt fängt es bei dir so wunderbar an zu ziehen. Merkst du das? Halte das und beginn ganz achtsam das rechte Bein ein bisschen nach links zu atmen. Das reicht so 5 bis 10 cm. Schließ mal die Augen. Und auch hier nimm das Prinzip mit, von innen nach außen zu praktizieren. Aus deiner Mitte heraus geh in die Öffnung, in die Weite. Auch dein Atem darf sich ausdehnen. Ganz schön einatmen, zurück zur Mitte, beug dein rechtes Bein, aufstellen und ausstrecken. Gönn dir einen Moment des Nachspürens, tiefe Atemzüge, tief ein, tief ausatmen. Und dann öffne die Augen und dasselbe jetzt mit dem linken Bein beugen, nimm den Gurt vom Großzeh zum Kleinzeh ballen und finde deine Position, wo es dir gelingt, das linke Bein und deine Möglichkeiten zu strecken. Schieb die rechte Ferse ballen weg von dir, der rechte Oberschenkel dreht nach innen, halte das und dann atme aus und gehe in die Weite. Mit jeder Ausatmung erlaub dir, die Ferse, die Ballen von dir wegzuschieben. Dein Atem wird ruhiger. Kannst dir Zeit lassen, bei dir anzukommen. Tiefe, bewusste Atemzüge. Supta Padangusthasana ist eine wunderbare Übung, um jetzt die Beinrückseiten vorzubereiten, Kraft in die Beine zu bringen, was du später für das Dreieck brauchst. Also öffne die Augen, nimm den Gurt nur in die linke Hand. Rechte Hand stabilisiert die rechte Hüfte. Drück die rechte Hüfte Richtung Erde. Bleib hier verbunden und dann atme dir das linke Bein nach links. Zieh den linken Oberschenkelknochen in die Hüfte nach innen, integrieren und dann kannst du dich öffnen. Und je nachdem, wie offen deine Hüften sind, kannst du schon fast das linke Bein ablegen. Muss jetzt kein Ziel für dich sein, kannst deinen linken Arm mal beugen und mit dem linken Ellenbogen auf den Boden. Das geht für viele Menschen. Und dann kannst du, wenn du magst, eben auch einen Block unterlegen und atme dich weit. Tief ein, tief aus. Sollte sich für dich auf jeden Fall gut anfühlen, in den Kontakt zu kommen. Zieh nochmal Kraft von außen zurück ins Becken, einatmen, das linke Bein anheben. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Und dann nimm die rechte Hand an den Gurt, nur die rechte Hand. Mit deiner linken Hand drehst du den Oberschenkel, darf ich mal, von innen nach außen, schieb ihn so ein bisschen weg, nach vorn, halte das, bleib integriert und dann atme dir das linke Bein nach rechts. Ohne, dass du aus deiner rechten Hüfte ausweichst. Tiefe Atemzüge. Schieb die Ferse, den Ballen weg. Und wenn dich das anstrengt, atme die Anstrengung aus. Und dann kommst du zurück zur Mitte. Löse langsam auf, leg den Gurt zur Seite, stell mal die Füße auf und dann komm bequem über die Seite zum Sitzen und finde deinen Weg in den herabschauenden Hund. Die Hände kommen zum Anfang deiner Matte. Und dann lass dir Zeit, tiefe Atemzüge. Schließ mal die Augen, erde dich. Und beginn wirklich in Zeitlupe mal die Beine abwechselnd zu beugen und zieh dann die Fersen Richtung Boden. Wenn du die rechte Ferse Richtung Boden schiebst, drück mal die linke Hand fest, damit kannst du dich wunderbar diagonal in die Länge ziehen
und dann entsprechend umgekehrt. Dann schau nach vorn zu den Händen und lauf mit kleinen Schritten nach vorn zwischen die Hände. Komm an in Uttanasana, lass dich mal nach vorn unten sinken, dein Kopf entspannt, die Schultern entspannt. Hände gehen an die Hüften, heb mal die Schultern an, drück die Füße, einatmen, komm kraftvoll hoch zum Stehen. Ganz schön. Deine Haare sehen schön aus. Hände gehen vors Herz zurück, schließ die Augen. Verbinde dich mit deinem Atem, mit dir selbst. Nimm dich wahr in der Aufrichtung. Und dann atme aus und dann gehst du mit uns durch zwei ganz entspannte Sonnengrüße. Atme aus, öffne die Augen, schieb mal die Arme über vorne nach oben, beug die Beine, Vorbeuge, Uttanasana. Der rechte Fuß geht nach hinten, links dazu, herabschauender Hund. Einatmen, nach vorn schweben in die Liegestütz und dann leg dich ab. Alles ablegen, Cobra einatmen. Und dann gib Gewicht auf die Hände, Zehen aufsetzen, herabschauender Hund ausatmen. Wiederholen das noch einmal, Liegestütz einatmen, ausatmen, zum Boden schweben. Cobra einatmen, ausatmen, herabschauen durch. Schau nach vorn zu den Händen, rechter Fuß nach vorn, links dazu, heb mal den Kopf an, halbe Vorbeuge, ausatmen, volle Vorbeuge, Hände an die Hüften zurück, einatmen, kraftvoll zum Stehen, komm, Hände zum Herzen. Zweite Runde, einatmen, die Arme gehen hoch zur Decke, ausatmen, über den Stuhl. Geh in die Vorbeuge, kipp aus dem Becken nach vorn, nach unten, ganz schön. Rücken lang, einatmen, linkes Bein nach hinten, rechts dazu, herabschauender Hund. Liegestütz, ausatmen, ablegen. Einatmen in die Cobra, ausatmen, herabschauender Hund. Jetzt schau mal nach vorn zu deinen Händen, heb die Schultern höher, komm auf die Fingerkuppen deiner rechten Hand, heb damit die rechte Schulter ganz besonders an und zieh den rechten Fuß vor zwischen die Hände. Probier das. Dreh den linken Fuß zur Seite, erde dich über den hinteren Fuß, drück den hinteren Fuß und jetzt kommst du einatmend hoch zum Stehen, einfach aufrichten. Ganz schön. Hände an die Hüften, dreh mal den rechten Fuß mit nach innen. Und dann spür den Kontakt zum Boden und schau dir jetzt mal besonders die Füße an. Du achtest darauf, dass die Fußaußenseiten parallel zur Mattekante sind. Also genau gesprochen, zweite, dritte Zeh in Verlängerung zur Ferse. Also diese zwei Linien sind parallel zueinander. Damit sind die Füße ausgerichtet. Löse mal die Zehen. Spreiz die Zehen, Beine sind mikrogebeugt. Und drück den großen Zeh auf den Boden. Probier das. Nur den großen und die anderen Zehen sind gelöst. Und dann drücke auch die anderen Zehen fest auf die Matte. Erde dich. Noch einmal wiederholen. Yoga lebt von Wiederholung. Großen Zeh auf den Boden drücken. Anderen vier Zehen spreizen und dann ablegen. Kann Spaß machen. Heb mal das Brustbein an, zieh deinen unteren Rücken lang, indem du dein Steißbein nach innen ziehst und streck die Arme aus. Das ist eine schöne Position auch hier, um dich von innen nach außen auszudehnen, von den Füßen Kraft über die Beine hoch ins Becken ziehen, heb die Krone vom Kopf höher, wachs, genau 2-3 cm und dann strahl über die Finger. Jetzt drehst du den rechten Fuß nochmal nach außen, 90 Grad, beug dein rechtes Bein. Und du bringst den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel. Die linke Hand zur linken Hüfte. Wir werden jetzt auch das Dreieck vorbereiten, Trikonasana. Das ist eine schöne Vorbereitung hier, um die Hüften zu öffnen. Uttita Parshvakonasana. Erste Variante. Unteren Rücken verlängern, komm auf den Hohlkreuz raus. Der Bauch ist aktiv. Und wenn es für dich möglich ist, atme dir die Fingerkuppen deiner rechten Hand auf den Boden. Du könntest dir als Unterstützung einen Block nehmen, das zeigen wir dir jetzt. Und in der Position achtest du darauf,
dass rechte Schulter, Ellenbogen, rechtes Handgelenk eine Linie bilden. Rechte Ferse genau unter deinem rechten Knie. Wenn dir der Abstand zu groß ist, mach den kleiner. Halte das und den Rücken lang ziehen. Zieh den Bauch nach innen, schau mal Richtung Bauchnabel, das ist wichtig. Sink tiefer in die rechte Hüfte und jetzt schieb den linken Arm hoch zur Decke. Uttita Parshvakonasana. Tiefe Atemzüge, tief ein, tief ausatmen. Du bist bestens ausgerichtet, jetzt kannst du dich aus deiner Mitte heraus ausdehnen, über die linke Flanke bis in die Fingerspitzen, bis in die Füße, die Krone vom Kopf anheben, auch der Kopf hängt nicht. Nun kommst du ausatmend mit der linken Hand auf den Boden. Leg mal den Block zur Seite, komm auf die Fingerkuppen. Lass das Becken genau, wo es ist und wandere mit den Händen ein Stückchen nach vorn, als ob du einen herabschauenden Hund gehen würdest. Wunderbar, nicht? Kannst du so lassen. Jetzt lass dich hier vom Herzen tiefer sinken. Atme. Komm in Kontakt mit deinen Hüften, um dann aus den Hüften in die Weite zu gehen. Tiefe Atemzüge. Du findest deine Position, wo du dich von innen heraus ganz mit Wohlwollen ausdehnen kannst. Noch 2, 3 Atemzüge. Die Position sollte sich leicht und stabil anfühlen. Und dann kommst du einatmend mit den Händen zurück. Komm kraftvoll nach oben, dreh den rechten Fuß nach innen, Hände vom Herzen, schließ einen Moment deine Augen. Tiefes Durchatmen. Nimm jetzt das Pulsieren deiner Atmung wahr, vielleicht kannst du auch erfahren und spüren, wie sich der Atem jetzt schon viel mehr in deinem Körper ausbreiten kann. Kommst in Verbindung mit deinem Körper. Kannst das in Form von dem Kribbeln wahrnehmen, von Wärme. Dann atmest du aus, öffne die Augen, die Hände mal an die Hüften, dreh mal den linken Fuß nach hinten, 90 Grad, genau, dann beug dein linkes Bein. Das halten, wenn du merkst, der Abstand ist zu groß, mach den ein bisschen kürzer. Finde für dich deine Position, wo du dich wohlfühlst, wo du für dich Stabilität erfährst. Und dann hol dir den linken Unterarm auf den linken Oberschenkel. Hier ist die Gefahr, dass du in der linken Schulter drin hängst, das zeigen wir dir mal, so. Du drückst den linken Unterarm und kommst mit der linken Schulter höher. Super. Aus deiner rechten Hüfte, aus der Körpermitte, drückst du den rechten Fuß fest auf die Matte. Großzehballen, Innenseiten der Oberschenkel sind aktiv. Sink tiefer in die linke Hüfte, indem du die Oberschenkel ganz leicht nach innen drehst. Ja, super. Sink ein Stück tiefer rein. Das merkst du durch so ein wunderbares, sanftes Ziehen. Merkst du das? Sehr gut. Und dann bring die linke Hand auf den Boden, an die Innen, hier die andere linke Hand. Hier müssen wir nichts rausschneiden, sind keine DVDs, das ist gut, ist alles echt. Und dann kannst du in deinen Möglichkeiten dich beginnen aufzudrehen. Bleib hier für einen Moment, zieh Kraft von außen nochmal neu ins Becken zurück. Hier ist dein Ankerpunkt, hier bist du stabil und dann dehn dich aus. Schieb die Krone vom Kopf weg, drück mal gegen meine Hand. Heb die Schulter höher, drück die Füße und jetzt darfst du den Arm hoch zur Decke strecken. Verlängere dich, schick den Atem bis in die Finger, auch die Finger sind aktiv. Du kannst so viel Stabilität im Boden aufbauen, im Becken aufbauen, dass du mal die linke Hand im Moment lösen kannst. Probier das mal. Super, du schwebst. Nee, der linke Ellenbogen ist nicht abgestützt, du schwebst. Ja. Ausatmen, linke Hand auf den Boden zurück. Rechte Hand daneben. Das Becken bleibt, wo es ist. Und jetzt wander mit den Händen ein kleines Stückchen nach vorn. Als wolltest du in den herabschauenden Hund gehen. Genau, linkes Bein gebeugt. Kannst mit den Händen noch ein Stück nach vorn gehen. Schließ die Augen. Und jetzt erfahr die Position mit geschlossenen Augen von innen heraus. Nimm dich wahr mit deinem ganzen Körper, vielleicht auch mit den Verkürzungen. Das, was gerade dein Leben so ausmacht, das manifestiert sich in deinem Körper und damit, das ist das Schöne im Yoga, kommst du in Kontakt und kannst es annehmen. Du musst jetzt nicht kämpfen. Machst das, was geht. Tief ein. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ausatmen, Achtung, linken Fuß nach innen drehen, wandern mit den Händen jetzt mal zur Mitte.
Lass dein Becken ausgerichtet zwischen den Fersen und die Hände wandern ganz großzügig nach vorn. Tiefe Atemzüge. Lass das Herz weich werden, Schulterblätterspitzen ziehen zueinander, die Schultern weit auseinander, Ohren zwischen die Oberarme. Und erlaub dir, in die Länge zu gehen. Die Augen sind geschlossen. Dein Atem fließt. Nimm dich wahr, jetzt, hier, genau in den Moment. In dem Moment. Die Hände wandern zurück, öffne die Augen, drück die Füße, zieh nochmal Kraft zurück ins Becken, Hände an die Hüften, einatmen, komm kraftvoll hoch zum Stehen. Jetzt bring die Füße langsam zueinander, lass dir Zeit, Hände vors Herz, Anjali Mudra, die Augen schließen. Schenk dir ein paar kostbare Momente der Aufmerksamkeit. Spür die Dehnung nach. Erlaub dir, auch durch die Yoga-Praxis den Blick immer wieder mal nach innen zu richten. Dich nicht nur im Außen so festzuhalten, dich zu vergleichen, sondern wirklich dich mit deinem innersten Kern wahrzunehmen. Dann atme aus, öffne die Augen, löse mal die Hände und komm langsam an in Malasana. Du hast die Füße hüftgelenksbreit. Du kannst dir gerne mal eine Decke mit in die Nähe legen, beug die Beine für Malasana, also Hocke. Und wenn für dich die Fersen in die Luft kommen, leg dir eine Decke unter die Fersen. Zeigen dir das mal bitte. Fersen hoch. Wenn du Knieprobleme hast, lässt du die Position einfach weg. Mal auf die Fingerkuppen und schaukel ganz genüsslich mit dem Becken nach links und nach rechts. Die Knie drücken gegen die Oberarme, die Schultern atmest du nach oben, hinten weg von den Ohren. Und dann langsam zurück zur Mitte, kannst auch einen Block unter die Fersen legen, je nachdem, wo du bist. Streck mal die Arme ein bisschen mehr nach vorn aus und drück die Knie fest gegen die Oberarme. Finde hier eine Stabilität, eine Weite in deinen Körperseiten bis hoch in die Achselhöhle. Und bring die rechte Hand zum Hinterkopf. Das Halten erlaubt dir, lang zu werden, deinem Rücken eine neutrale Wirbelsäule. Mit deiner Körpermitte nochmal eine Verbindung aufbauen und dann beginn dich von links nach rechts aufzudrehen. Rücken ist voll, Bauch ist aktiv, kannst mal die Augen schließen. Kannst von innen heraus mit einem Lächeln praktizieren. Lass gern mal die Augen geschlossen, atme dich lang in deiner rechten Körperseite und wenn der Impuls kommt, streckst einfach mal den rechten Arm hoch zur Decke. Von innen nach außen praktizieren heißt, dehn dich über die Fingerspitzen aus, lass dich leicht in die Rückbeuge sinken, heb das Herz an, heb dein Brustbein an, strahl. Und dann atmest du aus, komm ganz gemütlich, achtsam zurück. Das rechte Knie drückt gegen den rechten Oberarm, linke Hand zum Hinterkopf. Auch hier nochmal den Kopf gegen die Hand drücken, den Rücken Länge schenken. Und dann dreh dich auf. Ohne dass du ins Hohlkreuz abdriftest, dein Bauch ist aktiv, wunderbar. Dein Rücken ist geschützt, hast hier eine Stabilität und dann schieb den linken Arm zur Seite. Und du kannst es hier schön sehen, du bist in einer Symmetrie von rechten Handgelenk, rechte Ellenbogen, rechte Schulter, linker Ellenbogen, linke Hand, eine Linie, atme dich weit. Diese Öffnung brauchst du gleich im Dreieck, Trikonasana, die Körpervorderseite, der Pectoralis. Muskel, der wird ja wunderbar gedehnt, der bei vielen Menschen verkürzt ist, kriegst du hier eine Öffnung, einatmen, zurück zur Mitte, ausatmen, komm entspannt hoch zum Stehen. Jetzt leg mal alles zur Seite, leg dir einen Block mit in die Nähe und kannst mal diese ganze Anstrengung von dir abschütteln, mal die Arme, die Schultern, Beine,
Jetzt bist du bestens vorbereitet für das Dreieck. Gehen in zwei Runden. Also wir wiederholen das dann nochmal. Finden Weidenstand. Dazu bringst du die Arme auseinander, bring die Fersen unter die Handflächen. Noch größer. Noch größer. Und das Besondere in der Übung ist, dass die Übung wirklich von einem Weidenstand lebt. Wenn du das eng machst, wird es anstrengend. Hände an die Hüften. Leg dir gerne mal einen Block mit in die Nähe. Du kann sein, dass du den nicht brauchst. Dreh den rechten Fuß nach außen. Jetzt nimm mal die Hüften wahr. Und manchmal passiert das, dass die linke Hüfte so ausweicht. Dreh die mal nach vorne. Das gilt es zu vermeiden. Die Hüften sind parallel zur langen Mattenseite. Das gelingt dir, indem du die Fersen erdest, die Füße in den Boden drückst, die Kraft über die Schienbeine zur Mitte, beug beide Beine ganz leicht, atme tief ein, dreh die Oberschenkel nach innen, schaff Weite hier im Rücken. Und jetzt kommst du auf die Fingerkuppen deiner rechten Hand. Schau mal bitte zu uns. Ziel der Übung ist, dass das Handgelenk deiner rechten Hand genau unter deiner rechten Schulter ist. Also du versetzt den Hand ein Stückchen nach hinten, könntest du auch jetzt einen Block mitnutzen. Halte das, erde nochmal die Füße und dann beginn aus den Hüften heraus liebevoll die Beine zu strecken. Lass die linke Hand mal an deine Hüfte, nochmal 1-2 Zentimeter beugen. Die Füße drücken in den Boden, Schienbeine ziehst du zueinander und dann streck die Beine. Streck die Beine, kraftvoll. Lass dich tiefer in die Hüfte reinsinken, zieh dein Steißbein nach innen. Das halten und jetzt atmet ihr nur erstmal die linke Schulter über die rechte. Dein Kopf ist lang, du kannst den Block auch zur Seite legen. Komm auf die Fingerkuppen, sei geerdet. Der Bauch ist aktiv, den Rücken füllen, zieh die unteren Rippen nach innen. Das halten und jetzt kannst du den linken Arm hoch zur Decke schieben. Trikonasana. Von innen nach außen heißt, einatmen, Kraft von außen über die Peripherie ins Becken schicken, hier Stabilität aufbauen, dich erden über die Füße und dann die Arme und die Finger strecken den Kopf an, leicht anheben, wegschieben. Noch 2 Atemzüge. Tief ein, tief ausatmen. Wenn du den Impuls verspürst, schließ mal die Augen, nimm dich von innen heraus wahr, in deiner Ausdehnung, in deiner Größe, in deiner Stabilität. All das macht das Dreieck aus. Das ist eine stabile Position. Öffne die Augen, linke Hand zurück an die linke Hüfte. Drück die Füße einatmend hoch zum Stehen, rechten Fuß nach innen, direkt zur zweiten Seite, linken Fuß nach außen drehen, nochmal auf die Hüften achten, entlaste den Rücken, indem du die Beine ganz leicht beugst und dann lass dir Zeit, komm auf die Fingerkuppen deiner linken Hand, Beine sind gebeugt, ganz leicht, super. Es ist immer eine Empfehlung, gerade für Anfänger, die Beine leicht zu beugen, dem Rücken Raum zu schenken, dich jetzt hier erstmal zurechtzufinden. Und dann, wenn du soweit bist, kannst du aus den Hüften heraus, wie du das schon geübt hast, die Beine aktivieren, strecken, über die Füße erden. Achtung, kleines Experiment, löse mal die Zehen von beiden Füßen. Merkst, wie instabil das wird. Drück jetzt nochmal die Ballen, die Fersen, auch die Zehen wieder. Hol dir die Stabilität über die Beine hoch ins Becken, füll den Rücken. Jetzt schieb den Arm hoch zur Decke. Trikonasana. Belohn dich selbst mit einem Lächeln. Sei zufrieden, genau jetzt, wie das ist. Du musst jetzt nirgends nichts erreichen, nirgendwo hinkommen. Finde deine Position, um wirklich diese Schönheit, diese Einfachheit in deinem Körper zu manifestieren. Und dann atmest du aus, öffne die Augen, bring nochmal die rechte Hand zur Hüfte, bleib hier geerdet, einatmen, kraftvoll hoch zum Stehen kommen. Super, Füße zueinander, nochmal Füße zusammen bitte,
einfach zusammenbringen. Mach mal die Füße lö, also ausschütteln. Arme, die Hüften. Und jetzt komm mal bequem zum Sitzen. Und wenn du einen Block hast, oder nee, einfach hier nach vorn, das möchten wir dir zeigen. Nimm ein oder im Idealfall zwei Blöcke. Ich zeige das gleich mal. Falls du eine Faszienrolle zu Hause hast, ist das die ideale Lösung. Mit zwei Blöcken sieht das ungefähr so aus. Legst dir die Blöcke unter die Oberschenkelrückseiten und bringst einfach die Füße so ein bisschen auseinander und rutscht über den Füßen nach links und nach rechts. Rutscht ein Stück nach hinten erstmal, also du beginnst eigentlich von hinten Richtung Oberschenkelrückseiten, bekannten Hamstrings. Kannst du hier wunderbar dehnen, das ist absolut entspannt. Und dann mal die Wadenmuskulatur. Und du kannst es auch einzeln machen. Beginn mal mit dem rechten Bein. Und dann kannst du es einfach so ein bisschen hin und her schieben. Stütz dich ab. Also genau. Und dann kannst du da ein bisschen experimentieren. Der Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass du jetzt deine Muskelketten nochmal ansprichst, die sich von den Füßen über die Beinrückseiten bis zum unteren Rücken ausdehnen. Das kannst du vielleicht einen kleinen Unterschied dann nochmal in der zweiten Runde im Dreieck wahrnehmen. So, jetzt ist dein linkes Bein dran, Anja. Nee, einfach das Becken unten lassen, lass mal das Bein gestreckt. Ja, und dann kraftvolles Bein, rutscht einfach ein bisschen nach links und nach rechts. Einfach so ein bisschen hin und her. Genau. Du wirst die Übung vielleicht ein bisschen belächeln, aber das ist eine Wohltat für deine Muskulatur. Und wenn du abends mal nicht viel zu tun hast, hattest einen anstrengenden Tag, nimm dir so einen Block oder am besten kaufst dir mal so eine Faszienrolle und dann schenk deiner meist verkürzten Oberschenkelrückseite, deiner Wadenmuskulatur eine wunderbare Massage. Okay, jetzt komm zurück. Jetzt kannst du nochmal die Füße kneten, deine Fußmuskulatur. Mit dem Daumen gehst du richtig in die Muskulatur rein, das Fußgewölbe, nach vorne am Ballen, mal die Zehen ein bisschen bewegen. Das ist jetzt für dich nur ein Impuls, was du alles machen kannst. Du kannst es für dich später zu Hause natürlich länger machen und wir wechseln jetzt mal. Falls du einen Tennisball zu Hause hast, auch das geht. Oder wenn du es ein bisschen härter brauchst, gehst du mit einem Block rein. Jeder das, wie er es braucht. Auch hier das, die Idee ist, dem Körper was Gutes zu tun. Ja, nochmal die Zehen bewegen. Dann löst die Hände und komm zurück zum Stehen, nochmal in die Gret, weiter Stand. Arme auseinander gestreckt, Ferse unter die Handflächen, Hände an die Hüften zurück. Kennst den Ablauf, dreh den rechten Fuß nach außen, 90 Grad, achte auf die Hüften, beug die Beine, find jetzt deinen Weg in Trikonasana, die rechte Hand. Kommt auf den Boden, an die Innenseite nochmal vom rechten Fuß. Beide Beine mikro gebeugt und dann streck die Beine aus, aus den Hüften heraus, streck die Beine. Halte das, atme. Mal tief durchatmen. Ja, schieb mal den linken Arm hoch zur Decke, es gibt eine kleine Variante. Bring mal den linken Arm zur Seite, schau in die linke Hand. Integriere die linke Schulter, zieh die leicht nach hinten, die Seite ist lang, halte das integriert
Und jetzt schiebst du den Arm übers Ohr und das ist eine wunderbare, intensive Dehnung. Kollabier nicht in den Schultern, drück die rechte Hand, die Fingerkuppen fester, heb die rechte Schulter ein bisschen höher und dann erlaub dir, in die Länge zu gehen. Der Blick geht freudvoll hoch zur Decke. Wunder dich, wie lang du plötzlich werden kannst. Mal die Öffnung bis in jede Zelle erfahren. Atme aus, die linke Hand an die linke Hüfte zurück. Drück die Füße ein, atmen, komm nach oben. Rechten Fuß nach innen, andere Seite, linken Fuß nach außen drehen. Beide Beine leicht beugen. Linke Hand an die Innenseite vom linken Fuß. Ja. Dann streckt man den rechten Arm. Mal die Körpermitte erfahren und aus der Körpermitte streck alles, was du strecken kannst. Die Finger, die Füße, das Gesäß entspannt, lass dich tief ins Becken sinken. Tiefe Atemzüge. Mal den Arm zur Seite schieben, Schulter integrieren, dann schieb den Arm zur Seite. Verlängere dich, stell dir vor, du hast eine Person jetzt wie ich, die gegen deine Handfläche drückt, Rücken lang, Bauch ist aktiv und dreh dich auf mit dem vollen Rücken. Vollen Rücken heißt, du gehst nicht ins Hohlkreuz, zieh dein Steißbein leicht nach innen, die unteren Rippen gehen nach innen, dein Atem fließt, super. Hände zurück, also rechte Hand an die Hüfte, einatmend, komm nach oben, kraftvoll zum Stehen, Füße zueinander. Und dann komm ganz entspannt zum Liegen. Kannst dir gerne noch mal eine Decke unter den Rücken legen. Füße aufgestellt vor dein Gesäß. Die Füße direkt mattenbreit auseinander. Ganz schön die Knie mattenbreit. Und lass beide Knie nach rechts kippen. Genau, dein Blick geht nach links, die Augen geschlossen. Schau, dass du Platz hast in dir Raum, kannst auch die Hände ein Stückchen mehr auseinanderschieben. Gib das ganze Gewicht an den Boden ab. Einatmend zurück zur Mitte. Und dann direkt zur anderen Seite. Das ist nochmal eine abschließende Drehhaltung, um dem Rücken Länge zu schenken, vielleicht auch Spannung aufzulösen, die Schultern zu entspannen. Einatmend zurück. Zur Mitte, streck mal beide Beine aus, finde den Weg in Shavasana, die Arme dort ablegen, wo es jetzt für dich passend ist, die Füße kippen auseinander, mindestens hüftgelenksbreit, tiefes Durchatmen. Nutz den Moment, um dich nochmal so von außen abzuscannen, deine Körperhülle wahrzunehmen. Und dann geh gedanklich nach innen, zu deinem Kern, um dich von innen heraus auszudehnen. Also stell dir vor, dass sich der Atem wie so ein Ballon im ganzen Körper ausdehnen kann. Dass du von innen heraus über die Körpergrenzen größer wirst. Sich über die Körpergrenzen hinaus ausdehnen. Mit jeder Einatmung dehn dich aus, von innen heraus. Lass die Ausatmung ganz natürlich werden. Nimm dich jetzt wahr in dem Moment. Vielleicht kannst du eine angenehme Schwere feststellen, aber auch eine Leichtigkeit, eine Weite, eine Offenheit.
und koste die Momente der Ruhe und Entspannung ganz bewusst aus. Lass mal die Augen geschlossen, bring ganz achtsam wieder Bewegung zurück in den Körper von außen, jetzt nach innen über die Finger, Füße, Arme und Beine. Schieb die Arme weit nach hinten, Füße nochmal weit nach vorn. Und dann dreh dich auf die rechte Körperseite. Du kannst dich mal andersrum drehen. Und dann stütz dich ab und komm über die Seite hoch zum Sitzen. Genau, sitz nochmal bequem und aufgerichtet. Leg mal die rechte Hand auf dein Herz, die linke Hand auf deine rechte Hand. Heb die Schultern leicht an, schieb die Schultern nach oben, nach hinten, den Kopf anheben. Und atme nochmal ganz bewusst in die Handflächen, in dein Herz, deinen Körper mit. Bedank dich bei dir innerlich für die Praxis und möge dir das Yoga helfen, immer wieder mal neu den Blick nach innen zu richten und dich von innen heraus auszudehnen, um dein ganzes Potenzial zum Leuchten, zum Scheinen zu bringen. Atme aus, öffne die Augen. Namaste. Danke für dein Üben mit uns. Wenn du Fragen hast, schreib gerne einen Kommentar. Kannst natürlich auch wieder den Daumen nach oben klicken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf der Matte. Bis zum nächsten Mal.